Folge 253 von Simotrans. Ja, wir sind hier mitten in der Stadt. Der Michael hat ja auch geschrieben, guck mal, was da am Bahnhof überhaupt los ist. Und dann schauen wir mal rein. Straße, also es fahren ganz viele Busse hier hin, das ist klar. Aber Züge, Getreidehof, Mühle über Lilienstraße, die sind aber wahrscheinlich hier nur drinne, weil die durchfahren und da wegen dem Stopp und sowas habe ich die da mal reingebaut, schätze ich mal, ne? Weil, ich wüsste jetzt nicht, dass da einer irgendwas transportieren sollte. Also, Regionalbahn ist klar. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ach so, das ist auch noch, ach, das ist ein FZ, ein Fernzug ist das, eine Regionalbahn, okay. Und der Getreidezug, der hält hier wahrscheinlich nur an, damit er nicht vor irgendeinem Signal da, das Problem hatte, ne? Das war der Grund. Wir können das ja auch ganz einfach lösen. Gehen wir weiter rein, dass wir jetzt ganz einfach hier eine Durchgangsgleis lassen und den Bahnhof sozusagen hier weiter basteln, ne? Warte mal, was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das würde passen. Ich mache hier das Bahnhofsgleis für die Züge hin. Da reiße ich... Warte mal, was war das? B? Ne, B war das nicht. C war das, ne? Auch nicht. V ist es dann. Da unten war die Taste irgendwo. Okay, ich reiße doch, das ist tatsächlich auch 1, aber das ist noch ein ganz am Anfang. Hier ist sowieso, glaub, nix, ne? Nein, da ist nix. Ich würde jetzt eine Fläche, zwei Flächen, drei Flächen abreißen für den Zug. Ich glaube, das mache ich. Und mache da das Bahnhofsgelände hin. So. Zack. Zack. Die Straße muss auch weg. So, jetzt bauen wir aber als erstes schnell Gleise, bevor noch was Neues gebaut wird. So, das haben wir schon mal. So, hier müssen wir aufschütten. Gleise hin. So. Gleis hierhin, Gleis dahin. So passt es erstmal. Dann müssen wir da noch was wegmachen. Nee, nicht das drücken wie der WASD. Wir wollen diese Straße gerade entfernen dann, ja, aber wir müssen gucken, wo wir hier wieder rauskommen, ne? Ja, das sieht schon so aus, als ob wir eine Brücke brauchen. Wo machen wir denn hier die Brücke hin? Geht nicht. Geht auch nicht. Geht. Oh, das war falsch. Wir brauchen natürlich eine Straßenbrücke. Ich habe mich schon gewundert, warum das so komisch aussah. Wo haben wir hier eine Brücke? Da. So. Ach, hätten wir auch 50 km annehmen können, ne? Naja, jetzt ist egal. So, das ist geklärt. Das ist auch geklärt. Ich weiß nicht, was da alles noch war, dass ich da dreimal drücken musste, bis das weg ist. So, dann würde ich sagen, machen wir den da erstmal weg, weil dann können wir jetzt den Bahnhof schön bauen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Passt. Ja, ist, der Vorteil ist, warte, lass uns das anmachen. Ne, ich dachte, der Vorteil wäre, aber hier ist sowieso gerade nichts. Und naja, wir haben ein bisschen was abgedeckt mehr, weil der andere Bahnhof weg war, ne? So, jetzt Stromleitung. Und da bis nach da. Ja. Bahnhof ist jetzt da. Ach, wir können auch das mal gerade mit der Fläche hier gerade ausmachen. Das sieht ein bisschen einfacher aus hier. So, jetzt ist die Frage, wer fährt wo lang? Nochmal in den Bahnhof rein, nochmal die Fahrtverbindung. Wo hat der Fernzug seine Halte? Wahrscheinlich da unten, ne? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das haben und dann gucken. Freier Wegpunkt. Wo ist jetzt der freie Wegpunkt? Ah ja, damit er das Gleis benutzt, hat man das mal gemacht. Das ist auch okay. So, Lilienstraße liegt da und Lilienstraße kommt jetzt nach da. Der ist richtig. Der kann weg. Die sollen jetzt da einfahren. Sonst ist keine Lilienstraße. Gut. Findet keinen Weg mehr. Wieso findet er keinen Weg mehr? Ich habe doch schon eine Brücke gebaut, ne? Der muss schon den Weg finden. Das ist wahrscheinlich veraltet, oder? Ne, doch nicht. Ach, ich sehe schon, wo das Problem ist. Da kann man auch keinen Weg finden. So, jetzt müssen wir nur die Straße nochmal dementsprechend ändern. So, jetzt findet er auch wieder einen Weg. Sollte er auf jeden Fall. Sah cool aus, ne? Die Brücke. Okay. Er ist schon weg. Oder? Nein, ich will jetzt nicht das. Ich will das. Ah, jetzt ist er auch schon gefahren. Alles klar. Gut. Okay, der ist weg. Wir waren aber trotzdem noch hier an dem Bahnhof. Und zwar der Getreidehof. Also erstmal die Regionalbahn hat man noch nicht. Linie ändern. Mach den da mal rein und mach den dabei weg. Dann hält er auch da an. Dann ist der geklärt. Und der Getreidezug. Der Getreidezug. Ich weiß nicht, warum da über Lilienstraße steht. Also. Aber ich glaube. Wartende Passagiere. Lass mal gucken. Warten nur Passagiere, ne, oder? Post und da unten ist Post und da ganz unten landwirtschaftliche Güter. Gerste, Getreide, Klosterbrauerei. 321 Tonnen. Ja, das heißt, der hat da auch einen Halt. Linie ändern. Einfügen. Da. Der löschen. So. Alles gut. Können wir schließen. Und ich würde jetzt diesen Bahnsteig da wegnehmen wollen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gerade vorstelle. Der soll mal gerade noch wegfahren. Ja, geht so. So, jetzt ist der Bahnsteig da auch weg. Hier mal so ein schickes Signal. Braucht auch keiner mehr, glaub. Und da ist auch noch ein Auswahlsignal. Braucht auch keiner mehr. Das ist ein normales Signal. Die halten sowieso alle jetzt da an, ne? Hier darf kein Signal sein, der muss da warten, dann passt das. Und hier darf kein Signal sein, der muss da warten, das passt auch, glaube ich. Glauben ist nicht wissen, ne? Oder wie war das? Ja, ich glaube, momentan läuft's alle gut. Lassen wir das so. Ich glaube, das haben wir mit 3 Zellen, die bebaut waren, entfernt und läuft gut, oder? Züge fahren hin und her. Das ist, glaube ich, aber kein Elektro. Aber der andere, der war ja eben Elektro, der fuhr da ja lang. Da kommt er auch schon wieder. Ist nur die Frage, ob er hier reinfährt oder nicht. Man könnte natürlich sagen, dass die so oder so diese Schleife fahren, ne? Dann können wir hier noch was zurückbauen, ne? Ja, wäre machbar, ne? Man sagt denen ganz einfach, hier geht's nur rein und da unten geht's nur raus. So, ne? Und dann geht's nur hier raus. So, oder? Dann weiß der, dass er da rumfahren muss. Und wir können hier noch was weg zurückbauen. Weil anhalten tut da drinnen ja keiner. Also anhalten schon, aber keine 100% Ladung warten. Müsste soweit funktionieren. So kann sich die Stadt hier dann auch ein bisschen vergrößern, ne, oder? Naja, dieses komische Geflecht lassen wir jetzt so, ne? Oder wir bauen es da doch noch um. Der. Dahin. Ah, ne, der war jetzt... Ah, doch, geht ja schon. Passt schon. Den noch dazu. So, und jetzt das Gleis da lang machen. Dann ist es nicht ganz so schlimm, ne? Und dann können wir das andere wieder entfernen hier. So sieht's besser aus, oder? Ja, würde ich sagen. Der hat da ein Signal, das er ja und der da. Ja, es sieht so aus, als ob das jetzt passt. Sie, ne? So, da kommt einer. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der passend fährt. Der muss ja jetzt hier unten raus und da oben rein. Jetzt kann es nur sein, dass wir hier 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hier vielleicht ein Signal hinsetzen müssen. Müsste man schauen, weiß ich jetzt nicht. Irgendwann haben wir da vielleicht einen Stau, so wie jetzt, aber ich glaube, wir setzen definitiv da noch ein Signal irgendwo hin. Ich würde das jetzt hier irgendwo hinsetzen wollen. So, oder? Dann fährt der nämlich schon ein Stück weiter, bevor die sich gegenseitig da im Weg sind. Vor allem, wenn der Zug 15 Felder hat, wie der da. Der irgendwann diese 15 gleich kriegen wird. Dann ist der schon ein Stück vorgerückt und man kann dann reinfahren, ne? Ich hoffe, das, was ich hier gebastelt habe, ist jetzt so richtig, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Mitten in der Stadt ist so ein schicker Bahnhof. Hier oben wird schön abgeliefert. Alle Fahrstrecken sind angenommen. Jetzt machen wir noch das V. Zurzeit ist hier nichts zugewachsen. Da müssen wir sowieso mal irgendwann wieder kommen und gucken, ob alles passt. Aber wir bauen erst die Bahnhöfe zu Ende um. Das heißt, wir gucken jetzt weiter. Wir sind hiermit durch. Hier in der Stadt ist alles gut. Der nächste ist dann hier unten. Den müssen wir jetzt verlängern dann, ne? Da ist die Frage, ob wir überhaupt... Der ist so riesengroß noch. Aber naja, verlängern müssen wir ihn auf jeden Fall. Ist die Frage, ob wir nicht sinnigerweise dann begradigen, ne? Ich denke, wir begradigen den Bahnhof hier. 3 Gleise ist die Frage, ob man jetzt hier 3 Gleise braucht. Aber man kann das hier definitiv ja wegreißen, ne? Und den auch. Und... Ja, muss mal gucken, wo die Haltestellen dann bleiben, aber momentan sieht es so aus, als ob das hier ganz gut organisiert ist. Schauen wir mal, ne, wie wir das hinkriegen, oder? Wir können jetzt hier eine Box hinmachen. Machen wir so. Ist das die richtige Stelle? Ja. Machen wir gerade eine Straße dahin. So, okay. ruft sich jetzt auch getan, oder ist das? Na, ist jetzt egal. Und stellen dann da eine Box zur Verfügung. Warte mal, der kommt von da. Ach nee, die würde auch schon... Aber wir müssen sie zur Verfügung stellen, um da unten die Bahnanlage hinzukriegen dann, ne? Ja, weil hier ist Auswahl. Müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir das hier komplett so. Nee, das muss ja auch noch, die Straße davor muss ja auch noch weg. Ja. Einfacher Ladeplatz, oder? Zack. Und zack. Und dann haben wir das Problem, dass er da nicht vorbeikommt. Ja, ich merke schon, diesen bauen wir nächste Runde weiter um. Hier müssen wir irgendwie noch einen Durchbruch machen, glaube ich. Dann das Schild da hinstellen. Ja, so werden wir das machen müssen, glaube ich. Man kann das aber auch einbahnstraßentechnisch natürlich lösen, ne? Das haben wir hier überhaupt nicht. Hier, da ist das Einbahnstraßenschild und dann ist alles gut. Machen wir vielleicht auch so. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig rum. Wenn ich es erst klicke, ist es da. Wenn ich es zweite Mal klicke, ist es da. Okay. Ich hoffe, dass es da unten jetzt so passiert. So, er findet keinen Weg mehr. Dann war da auf jeden Fall der richtige gesetzt. Gut, haben wir es erst, ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns nächstes Mal hier drum. Da sind ja auch noch ein paar Buchten. Da müssen wir die da unten revolutionieren. Da müssen wir mal gucken. Das geht aber auch ganz einfach, indem wir hier so das durchmachen, ne? Und dann haben wir das nachher schon. Irgendwie geht das schon. Wird noch eine Sache, aber bauen wir dann um. Okay, dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.